Von St. Moritz kommend überqueren wir die Alpen auf der Berliner Passstraße. Unser Ziel ist der Bahnhof in Tirano. Von hier wollen wir mit der Berliner Bahn wieder zurück nach St. Moritz fahren. Die Landschaft hat Ende Mai in über 2000 Meter Höhe ihr Winterkleid noch nicht abgelegt. Die elektrische, meterspurige Privatbahn wurde von 1906 bis 1910 gebaut und wurde von Anfang an mit 1000 Volt Gleichstrom betrieben. Die Berliner Bahn braucht für die 61 Kilometer lange Strecke von Tirano nach St. Moritz genau 2 Stunden und 19 Minuten Fahrzeit. Das Betriebszentrum auf der Südseite der Berliner Bahn liegt in Poschiavo. Poschiavo mit seinem südlichen Charme und den vielen Touristen werden wir auch kurz besuchen. Die Wallfahrtskirche Madonna di Tirano. Der erste Eindruck von Tirano für die Reisenden aus Richtung St. Moritz. Aus Platzmangel muss die Berliner Bahn an der Wallfahrtskirche Madonna di Tirano die Fahrstraße wie eine Straßenbahn benutzen. Die Berliner Bahn gab 1943 ihre Selbstständigkeit auf und wurde in das Netz der Rhätischen Bahn eingegliedert. Geblieben ist der Fahrstrom mit 1000 Volt Gleichstrom, geblieben ist die maximale Steigung von bis zu 70 Promille. Und geblieben sind die engen Kurven mit einem Radius von 45 Metern. Alles technische Besonderheiten aus der Zeit der früheren Selbstständigkeit. Man könnte noch weiter schwärmen, dass es die einzigste Bahn in den Alpen ist, die ohne Tunnel die Alpen überquert und weltweit die einzigste Bahn ist, die die Steigungen von 70 Promille ohne Zahnradantrieb überwindet und die einmalig schöne Landschaft, die an den Fenstern der roten Wagen vorbeizieht. Der Grenzübergang Italien-Schweiz, ohne Kontrolle in Campo Cologno, liegt nun schon hinter uns. Im milden Klima des unteren Puschlavs dominieren der Anbau von Obst, Gemüse und Wein. Bald werden wir die Kreiskehre vor dem Bahnhof in Brusio mit dem Zug durchfahren.
Das Bauwerk musste in die Strecke eingebaut werden, um auf kleinstem Raum eine Höhendifferenz von 20 Metern auszugleichen. Hinter dem Bahnhof von Brusio beginnt der Aufstieg der Bahn auf Hangmauern mit 70 Promille Steigung nach Mira Lago, dem kleinen Dorf am Ende des Stausees Lago di Poschiavo. Nach einer Zugkreuzung der eingleisigen Bernina-Bahn im Bahnhof von Mira Lago geht die Fahrt nach einem kurzen Aufenthalt weiter nach Le Prese. Gewaltige Bergstürze am Ende des Hochtales ließ vor sehr langer Zeit mit einer natürlichen Staumauer diesen schönen Bergsee entstehen. Die ehemalige Kantonstraße zwischen Bahntrasse und See ist nach Höherlegung der Autostraße zu einem sehr schönen Wanderweg ausgebaut worden.
Am Ende des Bergsees liegt der kleine Ort Le Prese mit einigen Hotels und Gaststätten für Wintersportler, Bergwanderer und Sommerfrischler. Die Berninabahn wird in der Ortsdurchfahrt von Le Prese wieder zur Straßenbahn.